Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Stegmann. Heute geht es einmal um die Wärmedämmung und ein Mythos. Legen wir hier nochmal ein bisschen Innenraumdämmung her. Das heißt, unsere Innenraumtemperatur sollte weniger schnell abfallen, wie es bisher war. 15, 42, 58, ja, geht bis zu 235 hoch. Eigentlich unser Auto ist ein idealer Wärmeleiter. Die Wärmedämmung soll natürlich noch einen weiteren positiven Effekt haben, dass wir unsere Geräusche danach natürlich deutlich leiser sind im Fahrzeug. Also man hört immer wieder oder man liest davon, dass eine Wärmedämmung bei einem Fahrzeug verbrauchsreduzierend bzw. reichweitenoptimierend ist. Könnt ihr euch das vorstellen? Wir stehen hier vor einem guten Vertreter der Automobilindustrie, vor einem VW Golf mit einem Verbrennungsmotor. Ich könnte mir jetzt persönlich vorstellen, da macht eine Wärmedämmung wenig Sinn. Beim Verbrenner ist es ein bisschen anders vielleicht, weil genau unser Antrieb eigentlich ein Wärmeerzeuger ist. Wir haben den Wirkungsgrad und eigentlich, wenn wir ganz böse sind, ist bei einem Benzinmotor der Abfall die Leistung, also unsere PS, und wir regenerieren durch den Motor günstig Wärme. Also hier erzeuge ich für meinen Innenraum quasi die Wärme fast umsonst. Anders sieht es natürlich aus, wenn ich jetzt zu einer anderen Mobilität umgreife, nämlich hier zur E-Mobilität. Da haben meine Motoren ja einen hohen Wirkungsgrad und ich muss aus der Batterie separat Leistung nehmen, um meinen Innenraum zu wärmen. Um hier die 21, 22 Grad vielleicht für den Innenraum zu regenerieren, brauche ich viel Energie aus der Batterie, weil meine E-Motoren hier viel weniger Wärme abgeben. Das heißt, eine Wärmedämmung für den Innenraum könnte Sinn machen. Also ich denke, wir gehen der Sache mal auf den Grund. Und bevor wir die zwei Kollegen hier einbauen, schauen wir erstmal, wie es bei der Serie ausschaut. So, das Probefahrzeug ist zerlegt. Ich denke, wir machen zuerst eine Bestandsaufnahme, bevor wir zur Dämmung kommen. Dann fangen wir am besten gleich mal hier mit an. Normalerweise haben wir bei Model Y bzw. bei Model 3 nicht so eine schöne Dämmung drin. Wir haben hier ein deutsches Model Y, haben wir so richtig schöne Rolleinlagen. Hier ist schon mal gut gemacht. Wir werden nachher auf die Innenseite vom Auto schauen, was wir da vielleicht machen können, damit wir über ein Alubutyl die Wärmeleitfähigkeit des Fahrzeugs verringern. Jetzt schauen wir mal in das Auto rein. Also wenn ihr jetzt quasi meine Hand wärt, würdet ihr spüren, wir gehen hier drauf auf diese Bitummasse, die original vom Hersteller aufgebracht wird. Ja, leicht kälter und hier ist richtig kalt. Hier haben wir natürlich eine große Fläche, unser Akku ist unten drunter. Unser Akku ist natürlich auch ein guter Wärmeleiter, weil Stahlgehäuse. Und wenn wir draußen 0 Grad haben, reguliert er sich natürlich Richtung 0 Grad. Ihr wisst selber, beim Auto aufwärmen, Akku kalt, keine Leistung bzw. viel Energie notwendig. Heißt natürlich, wenn wir hier noch ein bisschen eine Sandwichweise aufbauen, dann kriegen wir hier noch mal ein bisschen Innenraumdämmung her. Das heißt, unsere Innenraumtemperatur sollte weniger schnell abfallen, wie es bisher war. Bei den Türen. Jetzt hat Tesla hier so ein bisschen Alubutyl rein. Warum? Man sagt, bei der Schalldämmung reichen 60% grob der Fläche aus, damit eine Schalldämmung erfolgreich wirkt. Und genau das hat der Hersteller gemacht. Hier ein kleines Alubutyl rein, hier ein Alubutyl rein. Für die Schwingungsfähigkeit des Aluminiums top, für die Wärmedämmung. Also wir haben jetzt hier einen leichten Wärmeunterschied. Wenn wir jetzt hier nochmal was aufbringt, haben wir natürlich die große Fläche der Tür, die Aluminium, die uns richtig Wärme entzieht, gedämmt, dass wir hier weniger Wärmeverlust haben. So, kommen wir mal hier zum Heck am Model Y bzw. zum Heckbereich. Ihr seht hier die Besonderheit am Y. Von da hinten hier rüber bis hier vorne. Hier ist unser Akku, außerdem unser schönes Penthouse nennt man das. Da ist die ganze Leistungselektronik, die Hochvoltbatterie verborgen. Alles ein Aluminium-Gussbauteil. Cool, oder? Also, das ist innovativ. Ansonsten haben wir hier, ihr hört es, riesen Seitenwände. Und da ist nicht viel drin. Das heißt, unsere einmal wegen der Geräuschentwicklung ist natürlich da viel möglich, weil ich habe große Leerräume. Apropos großer Hohlraum. Komm mal raus. Kannst du dich komplett verstecken. Und
Naja, natürlich entzieht es mir meine Wärme hier über diese großen Seitenflächen. Und ich bin wirklich gespannt, wenn wir das Fahrzeug jetzt einmal richtig dämmen mit den richtigen Dämmmaterialien. Und so probieren wir das jetzt einfach mal. Schauen, was es an der Wärmeleitfähigkeit ändert, weil das ist ja der Test hier dran, dass das Ding nachher leiser ist. Das steht außer Frage. Und wenn wir es hier an diesem modernen Model Y hinkriegen, wo alles schon wirklich gut gemacht wird, wo die Bauteile leichte Schaumstofffütterungen haben, wenn es da noch besser wird, dann wird es vor allem bei den älteren Model 3, Model S und X um Welten besser. So, einmal die Probedämmung ist fertig abgeschlossen an unserem Model Y. Damit wir jetzt natürlich die richtigen Werte bzw. den Unterschied wirklich feststellen können, haben wir hier ein Model Y Serie. Ihr hört's, da ist nichts gedämmt, so wie er vom Band kommt. Und damit wir die gleichen Umgebungstemperaturen und Bedingungen haben, heute regnet es leider, fahren wir jetzt zuerst eine Runde mit dem. Verschiedene Geschwindigkeiten und machen nachher eine Temperaturverlustmessung und das gleiche machen wir mit dem gedämmten. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin wirklich gespannt, ob es da einen Unterschied gibt oder nicht. Kommt mit. Dann fahren wir mal los. Wir werden jetzt verschiedene Testmodi durchfahren. 6 Grad Außentemperatur, ja, ganz leichter Nieselregen. Nicht so ideal, aber heute leider nicht besser machbar. Und nasse Straße. Nur, dass wir so ein bisschen mal die Randumgebungen abgesprochen haben. Wir werden jetzt einmal 30 km/h fahren, 50. Dann mit 40 km/h circa eine Holperstrecke und um die 100 km/h. Einfach mal, dass wir so ein paar Werte haben. Los geht's. Also so, naja, zwischen 59 und 60 Dezibel auf einer ruhigen Straße. Die Ausschläge gehen dann schon mal hoch bis 65 Dezibel, wenn wir über Unebenheiten fahren. 50 km/h. Also ich würde sagen, so bei leichtem Nieselregen 65 Dezibel, bei mit Ausschlägen bis zu 70 bei Unebenheiten. 80 km/h. Würde ich bei so 70 Dezibel bleiben mit Ausschlägen Richtung 80. Also wir spüren auf jeden Fall die Ausschläge. Die können wir auf jeden Fall mal messen von unserer Dämpfung. Der Rest war wahrscheinlich das Regenwasser heute, aber tja. Rain happens. Also 70 können wir bestätigen. Holperstrecke 70 Dezibel. 100 km/h. Wischer aus, damit wir jetzt hier keine Störgeräusche haben. Also relativ ruhige Strecke, kommen wir so 69 Dezibel. Das mal zu dem Ist-Zustand eines Serienfahrzeugs. Ich bin wirklich gespannt, wie das ausgeht, wenn das Fahrzeug jetzt gedämmt ist. Einmal, was den Wärmeverlust bzw. die Aufheizenergie betrifft. Andererseits, der positive Nebeneffekt, ist es noch leiser wie jetzt. Wir werden sehen. Gehen wir dem Mythos noch aus physikalischer Sicht auf die Spur. Das geht jetzt hier um die Wärmeleitfähigkeit bzw. um unseren Wärmestrom.
Okay, wir haben jetzt zwei Temperaturfelder. Einmal unsere Fahrzeuginnenraumtemperatur und unsere Außentemperatur. Eigentlich nur getrennt, naja, durch das, was halt am Auto verbaut ist. Stahlblech, Aluminium, was auch immer. Und ihr seht hier, 21 Grad, das war jetzt unsere Innenraumtemperatur, 3 Grad war die Außentemperatur und physikalisch geht natürlich immer zur größeren Masse. Genau, da geht die Temperatur hin und in unserem Fall würden die 21 Grad Richtung den 3 Grad gehen und wir haben hier unseren konstanten Wärmestrom durch unsere Außentrennwand, Glas, Stahl, Alu, hier nochmal vielleicht ein bisschen einfacher dargestellt. Also wenn wir jetzt eine Wärmedämmung machen an dem Fahrzeug, müssen wir schauen, was absorbiert die Wärme am besten. Beziehungsweise was ist natürlich auch für das Fahrzeug am besten geeignet. Und interessant, wenn wir jetzt mal hier reinschauen, naja, ihr kennt das, vielleicht von der AU, Lambda-Werte. Naja, Lambda und D wäre dann im Bau, genau, im Baugewerbe ist es dann die richtige Formelzeichnung, heißt Watt geteilt durch Klammer auf, Meter mal Kelvin Klammer zu. So wird es gerechnet, aber ich denke, noch weiter gehen wir nicht drauf ein. Aber genau das hier sind Materialien, die eigentlich an unseren Fahrzeugen, an jedem Fahrzeug verbaut sind. Wir haben unsere Außenhaut, unsere Karosserie aus Stahl, verschiedensten Stählen. Wir haben Aluminiumlegierungen, jetzt an unserem Tesla Model Y, die Türen, der ganze Heckbereich. Und ihr merkt, Wärmeleitwert 15, 42, 58, ja, geht bis zu 235 hoch. Das heißt, eigentlich unser Auto ist ein idealer, genau, Wärmeleiter. Denn desto besser ein Material Elektrizität leitet, desto besser leitet es auch Wärme. Ist leider so ein Grundprinzip. Jetzt Glas haben wir schon angesprochen am Model Y. Wir haben Doppelglas, Verbundglasscheiben mit einer, ja, Schutzfolie zwischendrin. Haben wir sehr gute Dämmwerte, 0, Werte. Also das wäre schon genial. Also wenn wir jetzt loslegen mit einer Dämmung, beziehungsweise nochmal auf die zwei Stoffe hier zurückkommen, haben wir hier Alubutyl. Butyl läuft unter Bitumen. Wir haben hier 0,16. Wenn wir das vollflächig aufbringen auf dem Fahrzeug, sollten wir hier genau unsere Trennwand quasi verstärken, dass der Wärmeleitwert sich verschlechtert bzw. die Dämmwirkung erhöht wird. Bitumen, Gummi haben wir den gleichen Wert. Interessant, die Luft 0,26. Grundprinzip der Wärmedämmung, Lufteinschluss senkt Wärmeleitfähigkeit. Also wir brauchen Dämmmaterialien, die genau Lufteinschlüsse haben, um unsere Wärmedämmung zu optimieren. Wir können es eigentlich ganz einfach veranschaulichen. Hier so ein schöner Wollpullover. Wir haben verschiedene Fasern, die schließen die Luft ein und genau diese schlechte Wärmeleitfähigkeit der Luft, darum wärmt mich dieser Pullover. So, die Wärmeleitfähigkeit ist dahin. Alles voll mit Wasser, Luft ist weg. Naja, jetzt fange ich an zu frieren. Lehre für uns, das Dämmmaterial sollte wasserdicht sein. Ein paar Sekunden später. Jetzt ab in den Gedämpften. Seid ihr auch gespannt? 30 km/h innerorts, gleiche Strecke. Also was ich deutlich merke ist, wir würden jetzt sagen, ganz grob, 56 Dezibel Ruhefahrt, habt ihr sicherlich auch gerade gesehen. Die Ausschläge, wenn wir Bodenwellen haben, also quasi diese Dämpfungsgeräusche, Fahrwerksgeräusche, die sind kaum merklich. Das waren hier auf Fast, also wirklich, dass er diesen Moment erfasst, vielleicht 2 Dezibel. Beim anderen, ich würde sagen, da war locker 5 Dezibel, 6 Dezibel. Jetzt fahren wir mal die 50. 60 Dezibel und bei großen Unebenheiten 65. 80, wir haben gerade gesagt, das war die Strecke vorher, wo ein bisschen holpriger ist. Da waren wir, glaube ich, vorher bei 70 Dezibel. So, 40 km/h, unsere Holperstrecke. Also wir merken, ich denke, wir haben 65, 66 Dezibel mit Ausschlägen, logischerweise durch die Unebenheiten. Aber ich würde sagen, die Ausschläge sind wirklich fallen geringer aus, laut Messgerät. Also wir zwei sitzen jetzt im Auto, wir hören das ja, also es ist eindeutig dumpfer, viel ruhiger. Und das Messgerät beweist es, dass diese Ausschläge gar nicht mehr so hoch sind und mehr Ruhe im Fahrzeug ist von 4 Dezibel.
Wir sind auf gerader Ebene. Ich würde jetzt sagen, bei 100 km/h 3 Dezibel leiser. Und was ich finde, persönlich finde ich bei 100 km/h das schon recht viel. Weil wir ja Glasscheiben haben. Wir messen ja hier auf Ohrhöhe. Also wir als Fahrer hören ja immer, was quasi auch von den Windgeräuschen, von den Scheiben kommt. Und die zu dämmen macht natürlich ja, keinen Sinn, oder? Also keiner will eine Glasscheibe zukleben. Das ist ja geht gegen alles. Aber trotzdem bei 100 km/h eine Verbesserung. Also das habe ich nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen, dass ich bei 100 km/h trotzdem noch so eine krasse Geräuschverbesserung habe oder einfach so ein dumpferes Geräusch habe, weil einfach meine Windgeräusche da eigentlich irgendwann mal übernehmen. Geräuschdämmung bin ich überzeugt. Aber es ging ja eigentlich heute um die Wärmedämmung und nicht um eine Geräuschdämmung. So, ab zum Temperaturcheck. So, Zeit fürs Fazit. Ist der Mythos wahr? Bringt eine Wärmedämmung mehr Reichweite oder nicht? Jetzt haben wir gerade gesehen, wie der Verlauf war, quasi die Messung. Wir hatten 7 Grad Außentemperatur, 27 Grad Innenraumtemperatur und beide Fahrzeuge hatten 15 Minuten Zeit. Und wir haben gesehen, klar, der erste Abfall war relativ gleichmäßig. Sagen wir so, die ersten 10, 12 Minuten waren relativ gleichmäßig und auf einmal ist was passiert. Da ist nämlich das gedämmte Fahrzeug stabiler geblieben und wir haben bei dem ungedämmten Fahrzeug gesehen, da ist er mal richtig losgegangen, dass er Temperatur verloren hat. Genau, dann waren nämlich unsere Wärmepuffer in den Türen, sind ausgekühlt und dann konnte die Wärme entweichen. Und somit können wir feststellen, ja, nach 15 Minuten 1 Grad Wärmeunterschied und dann fängt es erst richtig an, die Wärme zu verlieren. Ja, so eine Wärmedämmung, die bringt was. Aber jetzt haben wir 40 Kilo Material in dieses Auto reingebaut. Was denkt ihr? Was hat das gekostet? Schreibt es gerne in die Kommentare. Kommen wir noch mal kurz zu dem Material. Wichtig war, wir hatten es gesehen, genau, wenn es nass wird, ist die Wärmeleitfähigkeit dahin. Inzwischen ist der Pulli wieder trocken. Und darum nur dem Material nehmen, bitte, wenn ihr das selber macht, die müssen unbedingt wasserdicht sein. Einmal, weil es sonst so gern schimmelt und keiner will in 2 Jahren ein stinkendes Auto haben. Und genau, das zweite Punkt, dass die Wärmeleitfähigkeit wirklich reduziert ist. Wir haben jetzt mit diesem CTK Premium 2,2 mm vorgelegt und nachher dieses Multimed Evo nachgelegt. Da haben wir eine Soundmembran oben drauf. Wir haben hier nochmal so einen wirklichen Schaumstoffgummi drauf, weil mit Lufteinschlüssen, wir haben gelernt, Lufteinschlüsse verringern die Wärmeleitfähigkeit. Das Material ist wasserdicht plus eine Alubutylschicht und daher haben wir gute Werte bekommen. Jetzt kommt natürlich die große Frage, 40 Kilo mehr ins Fahrzeug. Dafür ist ja jetzt meine quasi das Sparsame dahin, beziehungsweise ich brauche jetzt mehr Energie, um mehr Gewicht zu bewegen. Ja, ich denke, wenn man das Ganze aufs Hundertstel zählt, sagen wir mal so, haben wir uns schon mal gefragt, ob ich jetzt 70 Kilo wiege oder ob ich jetzt 90 Kilo wiege, ob ich jetzt mehr Energie verbrauche, beziehungsweise wenn ich meinen Freund, meinen Ehepartner, wen auch immer mitnehme, ob ich dann wirklich wegen dieser Person mehr Energie verbrauche. Also ich glaube, die 40 Kilo, die machen das nicht fett. Wirklich interessant ist das allerdings, wenn ich jetzt natürlich mit dem Fahrzeug fahre und weniger Energie verliere auf einer Strecke von 400 Kilometer, wie viel weiter komme ich? Wir als Tesla-Fahrer sind vielleicht sogar gewohnt, wir drehen dann ein bisschen so die Temperatur runter auf 21 Grad, wir lachen die Lüftung ein bisschen auf eine Umdrehung oder auf Lüftungsgeschwindigkeit 1, damit es, ja, weil wir dann schon merken, dass wir weiterkommen, werden wir das dann auch noch machen. Das wäre der interessante Test. Wenn euch die Thematik jetzt gefallen hat oder ihr mehr Videos dazu sehen wollt, gerne unseren Kanal abonnieren.
die Glocke drücken, dann verpasst ihr keins unserer neuen Videos. Und falls ihr euch wirklich interessiert für so eine Wärmedämmung bzw. eine Geräuschdämmung, schaut gerne auf unserer Internetseite stegmann-lack.de. Da haben wir die verschiedenen Pakete aufgeführt und neu hinzu. Genau, da kommt jetzt auch das Wärmedämmpaket. Ansonsten vielen Dank euch fürs Zuschauen und bis bald.